Herzlich willkommen EMTB News, neues Video auf YouTube und ihr seht es schon vor mir, es geht um ein brandneues M1. Sieht vielleicht nicht so brandneu aus, weil die Rahmenform und das Design ist, das kennen wir schon vom EN400. Hier geht es aber darum, es ist das AM600 CX. CX heißt was? Wahrscheinlich heißt es, dass ein Bosch Performance CX Motor drin ist. Absolut korrekt. Hier in dem Rad ist der neue Bosch Performance CX Motor. Man könnte sagen Gen 5. Bosch selber sagt gar nichts dazu. Es ist einfach ein neuer CX. Was haben wir sonst noch? Mal kurz die Eckdaten von dem Rad. Wir haben einen Carbonrahmen mit Mallet Wheels, 160 mm Federweg an Front und Heck. Wir haben einen 600er oder einen 800er Akku, je nachdem, was man konfiguriert oder auswählt. Und es gibt einen Range Extender. Der Range Extender ist theoretisch oder praktisch möglich. Der passt hier rein. Halterung ist vorhanden. Man kann ihn reinstecken, 250 Wattstunden zusätzlich, wenn man das möchte. Preislich geht es hier bei dem M1 los bei 7.490 Euro. Es geht rauf hier, weil das, so wie es hier vor mir steht, kostet ein bisschen was über 12.000 Euro. Hier ist halt, ich würde mal sagen, volle Hütte. Also DT Swiss Carbonlaufräder, Fox Factory Fahrwerk, XTR Bremsen, Schaltung, alles dran, was man so braucht. Kommen wir zu den Specials. Ihr seht es ja schon, der Rahmen ist special, ist ein Carbonrahmen. Den kennen wir schon, ich habe es schon eingangs erwähnt, vom EN400 SX. Das heißt, das ist nämlich so ein bisschen ein Kniff und ich glaube, den Kniff hat nur M1. Man kann in dem gleichen Rahmen entweder Bosch SX-Motor fahren oder Bosch CX-Motor fahren. Das heißt, theoretisch könnte man konfigurieren ein SX-Motor mit einem 600er Akku oder einen CX-Motor mit einem 400er, 600er oder 800er Akku. Was ich ziemlich cool finde, weil je nachdem, Einsatzzweck, Hometrails oder Racing oder leicht oder schwer oder Touren oder dies und das, kann man sich so ein bisschen ausdenken, was man haben möchte. Finde ich persönlich echt ganz, ganz, ganz gelungen. Speziell ist, ich habe es ja schon gesagt, M1 hat Händler, sie gehen aber eher über Click und Collect. Das heißt, es gibt Testräder, also es gibt eine Testflotte, die steht bei verschiedenen Händlern. Da gehe ich hin als Kunde, fahre das Rad Probe, denke mir, oh, das Modell ist super für mich, das würde ich mir kaufen. Dann gehe ich in den Webshop, klicke mir das zusammen, wähle dort den Händler aus, wo ich es abholen will und da hole ich es ab. Persönlich finde ich das ganz cool, weil da kann ich halt einfach sagen, ich kann es zum einen, kann ich es vorher ausprobieren und zwar richtig ausprobieren, nicht einfach nur mal irgendwo irgendwas, sondern man kann es wirklich ausprobieren. Und dann gibt es die Möglichkeit, ich kann einfach noch konfigurieren, verschiedene Pakete drauf buchen oder eben woanders sparen, andere Reifen, anderes Fahrwerk, dies und das und jenes, anderen Akku, Range Extenders, kann ich alles bei der Bestellung angeben und dann habe ich ein bisschen individualisiertes Rad. Finde ich ganz spannend tatsächlich. Vom Einsatzzweck sieht M1 das AM600 CX bei All Mountain Enduro Touren. Also ich persönlich, ich habe es ja Probe gefahren, sehe das als reinrassiges Enduro. Das ist ein ziemlich plasches Rad, aber da komme ich ein bisschen später dazu. Vorher Motor. Interessiert euch alle brennend, gehe ich stark von aus. Bosch Performance Line CX, neueste Version. Gen 5 könnte man sagen. Es gibt auch noch eine Bezeichnung von seitens Bosch. Ich habe sie nicht im Kopf. Sie klingt sehr, sehr, sehr theoretisch. Ich sage einfach Gen 5 oder einfach der neue CX. Was kann der neue CX anders als der alte CX? Rein von den Daten erstmal nichts. Weil von den Daten haben wir 85 Newtonmeter maximales Drehmoment, 600 Watt Spitzenleistung. Es wurde aber ganz viel im Inneren, also der Motor ist wirklich eine komplette Neukonstruktion. Er ist ein bisschen kleiner, er ist 100 Gramm leichter, er hat ein bisschen eine andere Form, hat andere Aufnahmepunkte. Das heißt, falls jetzt jemand da draußen fragt, kann ich den neuen CX an mein altes CX-Rad bauen? Nein. Geht nicht. Also die Aufnahmepunkte sind einfach andere. Man könnte ihn vielleicht dahin bauen, wo ein SX ist. Aber ich will ja gar nicht hier irgendwelche Dinge, wie auch immer. Also CX. Wir haben die gleichen Daten. Er ist im Inneren total verändert. Er ist thermisch sehr stabil. Das war er vorher auch schon. Man hat ganz viel Feinheiten gemacht in der Software etc. Also der Motor hängt noch mehr am Pedal als der alte Motor. Er ist deutlich leiser und das dürfte alle Kritiker da draußen freuen. Er klappert nicht mehr. Leute, ihr kennt alle Motorklappern und das ist der neue CX. Er klappert nicht mehr. Das
ist nicht mehr vorhanden. Ich habe das Rad mehrfach am Hinterrad hoch und runter, die Kurbeln in die Hand genommen, auf dem Trail. Es klappert nichts mehr. Der Motor ist wirklich deutlich leiser. Man hört immer noch beim Fahren, wenn er shutteln muss, also wenn ich mit hoher Unterstützung vom Motor mit wenig Trittfrequenz irgendwo hochfahre und der Motor eben shutteln oder schieben muss, dann hat man natürlich ein Geräusch. Aber das ist vielleicht ein bisschen leiser als vorher. Wenn man mit dem Rad auf Asphalt einen Berg hochfährt, dann ist das Abrollgeräusch der Reifen definitiv lauter als das Motorengeräusch. Also ich für meinen Begriff würde sagen, ziemlich gelungen. Es ist ein Update, ein bisschen mehr unter der Haube als wirklich klar erkennbar, auch wenn es wirklich neu ist. Ich finde den neuen Motor rundum gelungen, aber ich fand auch den aktuellen oder das Vorgängermodell, den CX, schon ziemlich gut tatsächlich. Ich habe es schon gesagt, es ist ein Range Extender möglich. Wir können das Rad fahren mit 600er oder 800er Akku. Der Range Extender hätte nochmal 250 Wattstunden extra. Akku lässt sich über eine große Öffnung im Unterrohr einfach entnehmen. Also auch da wurde wirklich an den Anwender gedacht, damit das so bequem wie möglich einfach ist. Und als Display kommt das Purion 200 zum Einsatz. Warum kommt hier nicht das Purion 400 zum Einsatz? M1 sagt sich einfach, beim Purion 200 haben wir alles in einem. Wir haben die Remote, wir haben ein Display, also sozusagen die All-in-One-Lösung. Und beim Purion 400 hätte man quasi das Purion 400, den LED-Controller, plus nochmal die Mini-Remote. Hier kann man auf LED-Controller verzichten, man kann auf Mini-Remote verzichten. Man hat das Purion 200, da ist die Remote drin, alles drin, Display drin, fertig, aus Ende. Also eine simple Lösung, eine sehr, sehr schmale Lösung und es ist einfach, wie es M1 schon sagt, die All-in-One-Lösung, ganz klar. Jetzt interessiert euch wahrscheinlich genauso, wie es mich interessiert hat, wie fährt sich das M1 AM600CX? Das Rad hat 160 mm Federweg, ich habe es schon gesagt, an Front und Heck. Wiegt so, wie es hier vor uns steht, mit einem 600er Akku 21,2 Kilo, also ein bisschen was über 21 Kilo und rollt auf Mallet Wheels. Insgesamt ist das Rad sehr plush, sehr agil, hat Pop am Heck, fährt sich für meine Begriffe sehr, sehr, sehr schnell. Man kann richtig in die Kurven zünden. Die Front ist für mich angenehm hoch. Der Sitzwinkel könnte vielleicht ein bisschen steiler sein. Das ist aber so ein bisschen Geschmackssache, je nachdem, wie man halt klettert oder wie man sich auch auf dem Sattel positioniert. Im Grunde hat mir das Rad wirklich ziemlich gut gefallen. Als Pro, also als Pluspunkt, würde ich sagen, der Motor klappert nicht mehr, das Motorsystem ist leise, der Motor ist sehr kraftvoll, lässt sich gut modulieren. Ich habe die Wahl zwischen 800er oder 600er Akku, ich kann Range Extender hinbauen. Minuspunkt, wer hätte für mich... Zum einen ist die Ladebuchse ein bisschen fummelig. Ihr seht es von der Seite gar nicht. Die Ladebuchse ist versteckt. Quasi hier im Sitzrohr ist so eine Ausbuchtung. Da sitzt die drin. Man kann die von hier oben sehen, von der Seite nicht. Ist prinzipiell gut integriert. Aber ich will ja auch irgendwie da reinkommen mit dem von Bosch ja doch sehr fummeligen Stecker. Ich komme da schon rein, aber es ist eben ein bisschen fummelig. Und dann gibt es noch den Kritikpunkt von meiner Seite. Das wären die Kontaktpunkte. Die Kontaktpunkte sind hier, wir haben den Sattel zum einen, der für mich ein bisschen unbequem ist und wir haben die Griffe, die leider überhaupt keine Eigendämpfung haben. Also die sind zwar gut strukturiert, also eine griffige Struktur drauf, die aber für meine Begriffe ein bisschen fest ist, so liegt fest in der Hand, ist ein bisschen unbequem, man kriegt ein bisschen Schwielen, wenn man zu lange festhält. Die Griffe sind Lock-on-Griffe, das ist cool. Aber ich finde halt so ein bisschen, es gibt mittlerweile Griffe, die haben so eine geile Eigendämpfung. Das würde ich wahrscheinlich tauschen. Kann man bei M1 aber auch, weil, ich habe es ja schon gesagt, man kann das Rad ja konfigurieren. Also ich kann ja von vornherein sagen, hey, ich will das Rad mit SQLab-Sattel und SQLab-Griffe oder ich will das Rad mit Ergon-Sattel und Ergon-Griffen oder was auch immer. Würde ich wahrscheinlich ausprobieren. Da muss jeder so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen machen. Aber aus meiner Sicht wären das... So auf den ersten Blick die Minuspunkte, keine großen, keine gravierenden, aber sie sind eben da. Die Pluspunkte überwiegen, das Rad fährt richtig schnell und ist für mich ein absolutes Spaßgerät. Leute, das war's mit dem Video zum M1. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, weil nur so gibt es die neuesten News. Es wird noch mehr News geben zum neuen CX-Motor und zu Rädern damit und so weiter und so fort. Am Ende, wie immer, bleibt elektrisch.